Hallo Leute, heute kommt der versprochene Fashion Haul und bevor ich loslege und bevor alle fragen, was ich auf den Lippen trage, ist MAC Media. So, und dann können wir auch schon loslegen. Ich habe sehr, sehr viel bei H&M gekauft in den letzten Monaten, das ist nicht alles von einmal, und ein bisschen was bei Primark. Das ist allerdings nicht annähernd so viel, wie es sonst immer gewesen ist. Es ist wirklich sehr, sehr viel von H&M. Und weil das so viel ist, jumpen wir direkt rein. Ich habe tatsächlich witzigerweise ein paar Sachen aus der Kinderabteilung gekauft. Ein paar waren im Sale, ein paar nicht. Und ihr fragt euch jetzt, hä, Kinderabteilung, du bist doch viel zu fett, du passt da eh nicht rein. Es sind Accessoires und sie sind sehr niedlich und sie passen sehr gut zu Lolita. Und weil ich vorhabe, wieder mehr Rory zu tragen und da vielleicht auch ein paar Videos drüber zu drehen, habe ich sie mitgenommen. Das erste, super, super niedlich, war aus dem Weihnachtsset so ein... Guckt, es sind so Sterne und es ist aus Metall und es glitzert golden und das ist total schön und das kann man dann so nehmen und irgendwie hier so ins Haar stecken oder so. Ich sehe jetzt nicht, was ich getan habe, aber so prinzipiell kann man das machen. Dann habe ich noch drei Haarreifen gekauft. Der uninteressanteste ist wahrscheinlich der hier. Das ist so rot mit goldenen Sternchen drauf und eigentlich will ich nur diesen Tüll abtrennen und ihn an was anderes ranbasteln. Für ein Outfit, was ich schon Ewigkeiten geplant habe. Ja, es war auf 2 Euro runtergesetzt und ich war so, ja, fuck this shit, ich nehme das mit. Das nächste, beziehungsweise das war das erste, was ich da überhaupt aus dieser Kinderabteilung gekauft habe, ist das hier. Es ist ein Haarreif mit einem kleinen Geweih drauf. Das Gold glitzert und der Haarreif glitzert auch Gold. Und es ist total schön und ich habe ja vor einer Weile, also vor Ewigkeiten schon mal so einen Rock gemacht. So einen Rory-Rock mit goldenen Rehen drauf und es passt einfach perfekt dazu. Und dann habe ich noch einen Haarreif mitgenommen, er glitzert auch Gold und es ist ja eine kleine Krone drauf und es hat hier so auch Tüll und es glitzert und es ist total albern, aber irgendwie auch total niedlich. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die Krone vielleicht abtrenne und es als Haarspange nehme, damit ich es so ein bisschen seitlicher setzen kann oder ob ich es einfach so lasse. Sagt mal, was ihr davon haltet. Ich finde es auf jeden Fall grandios. Ha! Dann habe ich 2 Sachen gekauft, um die mich möglicherweise einige von euch beneiden werden, weil es das nicht mehr zu kaufen gibt und wie ich es mitbekommen habe, es wohl sehr begehrt war und ich wohl ziemlich Glück hatte, dass ich es beides bekommen habe. Es sind die H&M Feminism T-Shirts, beziehungsweise ein T-Shirt und ein Sweatshirt. Einmal das hier, es ist weiß und halt ein Crop Top und es steht drauf: Feminism, the radical notion that women are people. Es ist grandios. Ich finde das super. Ich meine, da kann man jedem Arschloch, was einem entgegenkommt, gleich mal so bam, die Meinung in die Fresse geben, ohne überhaupt irgendwas gesagt zu haben. Das ist super. Und dann habe ich dementsprechend auch noch das Sweatshirt dazu gefunden. Das ist so ein ganz normales, dünnes, schwarzes H&M Sweatshirt. Und da steht es dann halt in weiß drauf. Die Schrift ist ein bisschen größer. Und das ist relativ flauschig, aber auch relativ dünn. Und... Oh, es ist wirklich sehr flauschig von innen. Ja, und ich bin super, super froh, dass ich das beides gefunden habe, weil erstens habe ich es vor einer ganzen Weile schon im Internet gesehen, bei einer Schwedin, die ich auf Tumblr verfolge. Und in Deutschland habe ich das nie gesehen und dachte mir so, ja, vielleicht gibt es das einfach nicht in Deutschland. Und dann habe ich es gesehen und habe es gekauft und irgendwie 2 Tage später war es wohl überall ausverkauft. Und deswegen freue ich mich darüber. Ja, dann habe ich noch im Sale... so ein Schaltuch gekauft. Das ist einfach schwarz mit so ganz kleinen Bommeln dran und hat halt so ein geometrisches Muster. Und irgendwie, ich habe zwar viele Tücher, aber ich habe nicht so richtig schöne schwarze Tücher. Und deswegen habe ich das gekauft. Also ich meine, inzwischen ist es wieder ein bisschen kalt, um einfach nur ein Tuch um den Hals zu tragen. Aber auch die anderen Temperaturen kommen wieder und deswegen ist das super. Und dazu passend habe ich noch einen Beanie mitgenommen, der war auch runtergesetzt, der hat nur noch 1 Euro gekostet. Hat auch so ein bisschen geometrisches Muster und es steht halt Bad Girl drauf und oder Girl. Ja. Und es ist zur Abwechslung mal ein Beanie von H&M, der meinem Kopf ganz gut passt. Mein Miau-Beanie war ja so ein bisschen klein, aber der sitzt ganz gut und geht auch vor allem über die Ohren und bleibt auch über den Ohren. Ja, und ich finde den super. Dann ist die Riesentüte auch fast leer. Ich kann euch von H&M nur noch 2 Paar Schuhe zeigen, die ich übrigens auch aus dem Sale bekommen habe. Einmal so von der Form her wie Vans, also so Slip-Ons mit Leoprint. Die habt ihr bestimmt schon in meiner Morgenroutine gesehen. Wenn nicht, dann seht ihr sie jetzt. Die sind super bequem und super easy zu tragen. Nur momentan ist es halt ein bisschen kalt, um einfach nur so Stoffschuhe zu tragen. Und... dann, mein persönliches großes Highlight, habe ich ein paar Schuhe im Sale gefunden, worauf ich geier, seit sie im Laden standen. Und sie gab es halt noch in so Größe 36, 37 ein paar Mal und dann noch ein paar in meiner Größe. Und ich musste sie einfach haben. Und das sind die hier. Die sind so derbe geil. Also die sind aus so
Leinwandbindungsstoff in schwarz und haben halt diesen super chunky Absatz und sind total bequem. Also erstens ist die Sohle total weich und zweitens ist der Absatz halt nicht so hoch, dadurch, dass der hier vorne so Plateau hat. Und oh, ich möchte diese Schuhe mit ins Bett nehmen und mit ihnen schlafen, aber ich werde es nicht tun, weil das irgendwie seltsam wäre. Und es gab auch eine ganz kurze Weile, weil die wahrscheinlich auch super fix ausverkauft waren, diese Form mit so Galaxy Print drauf und die hätte ich auch so fucking gerne gehabt. Aber man kann nicht alles haben im Leben. Und dann nur noch fix die Sachen von Primark. Das erste, was ich euch zeige, ist ganz uninteressant und klein. Es ist eine Duftkerze. Und eigentlich mag ich die Duftkerzen von Primark nie, 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 weil die alle stinken. Aber das hier war so zu Weihnachten die Geruchsrichtung Cinnamon Maple. Also Zimt und Ahornsirup. Und oh, es riecht so lecker. Nach so zimtig gebrannten Mandeln und Karamell und Sirup und Zimt vor allem und es riecht richtig, richtig geil. Und zwar, und obwohl die Weihnachtszeit eigentlich schon vorbei ist, werde ich die trotzdem demnächst abfackeln, weil meine andere Zimtduftkerze ist nämlich alle. Der Rest von meinem Primark Haul steht unter einem ganz bestimmten Stern und Leute, die mich kennen, wird es nicht wundern, wenn ich sage, dass dieser Stern Harry Potter heißt. Primark hat ja immer mal wieder und in letzter Zeit relativ häufig cooles Harry Potter Merch. Und natürlich kann ich nicht anders, ich als altes Fangirl, als darauf anzuspringen und mein Geld dazulassen und deswegen... Yay, Harry Potter Merch. Als erstes habe ich mir gekauft ein Schlaf-T-Shirt. Das ist, da habe ich euch vor Ewigkeiten, da war ich noch in Hannover, von erzählt, dass ich es nicht mitgenommen habe, weil aus Gründen, aber dann habe ich es doch mitgenommen, weil ich es noch gesehen habe. Und zwar ist es das I Solemnly Swear I'm Up to No Good Shirt, passend zu meiner Marauders Map Schlafanzug-Leggings-Hose. Und ja, es hat halt auf der Innenseite drauf gedruckt, so kleine schwarze Sternchen. Das heißt, die schimmern da nur so leicht durch. Verstehe ich nicht so ganz, aber was soll's. Und dann ist halt der Spruch vorne drauf geflockt, passend zu meinem Tattoo. Sehr gut, musste ich haben. Und oh mein Gott, es wird euch nichts bringen, dass ich euch es zeige, weil es zumindest hier in Berlin schon überall ausverkauft ist. Aber, Quidditch-Pullover. Es gab fucking Quidditch-Pullover bei Primark. Ich meine, was zum Fick. Es gab leider nur Gryffindor. Ich hätte lieber den von Slytherin gehabt. Aber, oh mein Gott, Gryffindor-Pullover. Und sie haben so eine gute Qualität. Und es ist das Gryffindor-Emblem vorne drauf. Und sie haben genau die richtigen Farben. Und sie sind wunderschön. Und, ja, ich habe so einen leichten Fangersen bekommen, als Nina das gezeigt hat. Ich war so, muss zu Primark, muss Quidditch-Pullover kaufen. Und das habe ich dann auch getan. Ja. Und zu guter Letzt noch eine Sache, die ich geschenkt bekommen habe, deswegen, naja, ist es nicht wirklich gehault, aber es ist auch von Primark und es ist auch Harry Potter und das sind die Haussocken. Es sind so kleine Sneakersocken in allen Hausfarben, einmal Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw und Slytherin und die sind super, Slytherin ist hier auf der anderen Seite, das sind die und die gibt es noch zu kaufen, also wenn ihr die noch haben wollt, dann rennt fix zu Primark und kauft sie euch und ansonsten war es das von meinem Haul. Es war irgendwie, ging jetzt schneller als erwartet, aber tada! Ich hoffe, die Sachen haben euch gefallen und das nächste Mal versuche ich wieder so ein Anzieh-Haul zu machen. Ich habe da momentan aber echt nicht so den Nerv für und auch nicht die Hilfe gerade dafür und alleine das ist immer so ein bisschen ätzend und ich habe auch nicht den Platz im Zimmer und draußen ist es zu kalt. Also bla bla bla, lange Rede, kurzer Sinn. Nächstes Mal hoffentlich wieder mit anprobieren und ansonsten war es das von mir. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr gehabt euch wohl. Macht's gut und tschüss.